Und damit herzlich willkommen zurück bei Mount & Blade. Als ich gerade aus der Gefangenschaft entlassen wurde, habe ich hier gerade noch so ein, zwei nette Trupps gefunden, wo ich mir dachte, die könnte man doch bestimmt mal ein bisschen, ne? Genau. Natürlich hat... Achso, was ist mein Graf dabei? Das sind ja alles Grafen. Verdammt. Wir versuchen es mal. Ja, 198 gegen ihre 57. Also unsere hat sich da auf jeden Fall angeschlossen. Oh Gott. Ja, da gucken wir aber mal nach einer schöneren Map. Nee. Ja, ich denke, die erste war doch die beste. Aber dann gucken wir mal, das war Kavallerie da vorne, Gefolge nach da vorne, Infanterie und Bogenschützen. So. Da es Schwadier sind, sage ich einfach mal, Jungs, ihr müsst ganz eng aneinander. So, und ihr mir nach. So wie das Gefolge, ihr folgt mir ebenfalls. Ja, das schaut gut aus. Was ist eigentlich mit meinem Pferd los? Das wirkt ein bisschen verkrüppelt. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, was die hier wieder für Leute haben. Wo sind sie denn? Hinter dem Hügel wahrscheinlich. Jo, da sind sie. Ja, ein paar Rhodokianer. Komm her. Ja, schade. Ja, schön. So funktioniert das doch besser, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Dass die ganze Kavallerie hier so etappenweise sich durch die Gegner durchfläst. Flext. Flext. Ah, gut, jetzt sind halt Rodok, ne? Speerträger. Die Gegner sind halt also, aus Gewohnheit. Och, ernsthaft. Pferd verkrüppelt auch noch. Ich kotze ins Essen. So, Infanterie, ich brauche eure Hilfe. Ah, verdammt. Lauf. So ein Scheiß, ey. Es ist auch übelst verkrüppelt, mit einer Hand rückwärts zu laufen und gleichzeitig den Leuten Befehle zu geben. Das war jetzt unglücklich gelaufen. Egal, wir greifen erneut an. Nein, wir bleiben mal hier. Ihr stellt euch da ein, ihr stellt euch da ein, ihr folgt mir, ihr folgt mir. Oh, mein Pferd ist verkrüppelt. Oh, kotzt mich das an. Okay, kaufen wir uns demnächst mal ein neues Pferd. Gucken wir mal, wieder eine Runde shoppen gehen, würde ich meinen. Ganz lockeres Trab, was wir hier machen. Tiefenentspannt, bis zum geht nicht mehr. Wir laufen mal hier hinten ein bisschen rum und schießen mal ein bisschen drauf, ne? Was ist eigentlich mit dir los? Kein Bock oder wie? Ich treffe ihn halt auch nicht, der bewegt sich noch nicht mal. Ja,
dieses Gefolge hier, ne? Komm her, Kavallerie, viel Spaß. Als ob der das gerade überlebt hat, Alter. Ich habe ihm sauberst in den Kopf geschossen. Und das juckt ihn halt einfach nicht. Wollte schon wieder den Kerit schlagen, ey. Jetzt bin ich glücklich, was das zumindest angeht. Uah. Okay. Dieses Pferd ist halt auch einfach todeslangsam jetzt, ne? Ich habe schon das Gefühl, dass es bevor es verkrüppelt war. Mopsgeschwindigkeit. So, Bogenschützen, ihr stellt euch mal ein bisschen weiter auseinander. Kann nur gut werden. Ich lebe, obwohl ich einen Bolzen in der rechten Schulter habe und das eigentlich saumäßig wehtun müsste. Ich lebe. Ja, ich wusste es. Wir greifen den Feind erneut an und diesmal werde ich absolut passiv sein. Nehmen aber die Map hier nochmal. Gerade eigentlich ganz gut gefallen. Infanterie, Bogenschützen, Kavallerie, Gefolge. Kommt wieder so angejingelt hier. Ey, es sind aber auch ein paar Trantüten, ey. Nee, ich kann leider jetzt nicht angreifen. Aber wenn die hier so rumgelaufen kommen, die kommen irgendwie immer um die gegen den Uhrzeigersinn angelaufen. Das finde ich irgendwie sehr fragwürdig, aber ist okay. Komm her, dann geht ihr mal schön näher aneinander. Kavallerie. Mir nach. Setzt euch in Bewegung. Oh, Alter. Boah, ich sterbe. Hier hinter den Hügel müsst ihr euch mal positionieren. Oh, die haben da Pferde stehen lassen, weil sie blöd sind. Aber das ist okay für mich. Dann schnapp ich mir die einfach. Ich nehme auch mal ein Pferd, was ein bisschen... Oh. Die haben Bock auf mich. So. Kavallerie, Gefolge. Stürmt heran. Tschüss.
Was ist denn los mit dir? Flieh nicht, du Penner. Sei ein vernünftiger Nord. Nord, sag ich schon. Rodok. Rodokianer. Whams. Jawohl, gebt ihn. So, Angriff allesamt. Oh, das Pferd ist so schnell. Es hat aber auch irgendwie schon wieder ein Speer im Gesicht hängen. Männer positionieren. Don't stop believing. 27 Männer. Oh, natürlich, mein Pferd wieder. Das haben die nur immer mit meinen Pferden, ey. Meine Männer da vorne kriegen auf die Fresse. So, Armbrustschützen ausschwärmen. Okay, ihr habt scheinbar alle keine Bolzen mehr, dann greift jetzt bitte an. Jawohl, meine Armbrustfähigkeiten increasen. Verbessern sich. Oh. Fly, you fools. Schönes Armbrustschützenduell jetzt hier. Jawohl, jetzt kommt die Kavallerieverstärkung. Einwandfrei. Hä? Ich hab getroffen? Lol. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich meine natürlich, hey, war überhaupt kein Problem für mich. Jetzt treffe ich auch noch den Mond. Sehr gut gemacht, Männer. Bin stolz auf euch. Perfekt. Du bist mein Gefangener. Ja, ja, gut, Lanz. Ihr könnt ruhig alle fliehen, das ist mir gleich, aber ich stelle hier noch ein paar Männers ein. So, damit hätten wir... Oh, jetzt hätte ich auch vielleicht noch die Gefangenen nehmen können, aber ist egal. Das Schöne ist, die haben jetzt keine Armee mehr. Hehehehe. Bem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 
Schmarschmarschmischmarschmo. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, hier meine Stadt eingenommen, aber das geht ja gar nicht. Wir sind ja gar nicht mit denen im Krieg. Gut, dann gehen wir erstmal zurück nach Helma. Pass mal auf, du. Bist ein richtig cooler Typ, muss ich sagen. Ich würde auf jeden Fall euch unterstützen, dass ihr das bekommt. Was auch immer das jetzt war. Aber schön, dass wir jetzt endlich Burg Rhein die haben, ey. Das ist mir ein wirklich Jumbo-Pläsier hier, was auch immer. Schenke, hallo. Und ich gehe erstmal zur Garnison. 60-60, okay, das ist jetzt nicht so viel. Schenke. Moin. Ich nehme euch mal mit. Kostet ja nix. Du wirst ein Plänkler, du wirst ein Rekrut, du wirst ein Stammeskrieger, du wirst Gebirgsbandit. Vielleicht hätte ich ja doch eher... Ach, ist jetzt auch egal, jetzt habe ich einen Plänkler. So, Herr König ist auch da, wunderbar. Folgendes. Wir gehen jetzt hier... Nee, wir machen einen größeren Weg. Wir gehen in meine richtige Stadt. Briten Elite-Söldner. So, Speerträgers. Milizionär. Gebirgsbanditen kommen da oben noch drüber. Die Waldbanditen, kann ich zu schwadischen Rekruten machen? Ja, mein Gott. Was kostet die Welt? Gut, das wird nichts. Auf die Straßen, in die Garnison. Da habe ich jetzt natürlich noch ein paar richtige Spastis an Bord hier, ne? So, Speerträger. Dann nehme ich mal mir die mit. Die berittenen Söldner nehme ich mir mit. Die kommen nämlich dahin. Die Rodok-Armbrustschützen nehme ich. Also ich nehme jetzt bewusst die Schwächsten mit. Dann nehmen wir noch ein paar Speerträger mit. Und dann sind wir voll. Perfekt. Die Jungs geben wir hier mal allesamt ab. Wir verwalten die Stadt. Oh, kann ich gar nicht mehr. Ist alles gebaut. Cool. Und dann versuchen wir mal diese Stadt hier noch, Burg einzunehmen. Oder nee, wir versuchen erstmal die ist ein bisschen mehr bei uns. Na, kriegen wir ihn. Yes. Ergebt euch oder sterbt. Da brauche ich jetzt auch keine große Formation machen, da wird einfach drauf zugeritten. Ja. Achso, mein Pferd. Ja, ihr macht das schon. Easy. Ich schaue dann einfach von hinten zu. Also ich könnte natürlich schneller reiten, aber ich mache es einfach nicht, weil... Ein Kommandant kämpft ja nicht an vorderster Front, das macht er ja nicht. Damit passiert nämlich genau so eine Scheiße hier. Dann kommen sie mit ihren komischen langen Stöckern an und pieksen ein. Weg mit dir. Yay! Ja. Ja, das war doch easy. Was soll er machen? Kann von mir aus fliehen. Euch nehme ich gefangen. Das lasse ich liegen.
Und jetzt muss ich erstmal nach Dirim. Ja. Schenke. Marktplatz will ich. Ich möchte zum Pferdehändler. Der kann dieses lustige Pferd haben, dafür will ich ein neues Streitross. Exquisit. Ja, den Quatsch verkaufe ich auch nochmal alles. So. Was war denn das hier eigentlich? Oh, ist ja eigentlich ganz nett, aber brauche ich nicht. Waren brauche ich. Und zwar Brot. So, jetzt kann's losgehen. Erstmal holen wir uns diese Burg zurück. Oder nein, pass auf. Wir holen uns erstmal diese Burg. 100 Scharfschützen, Alter. So, der König ist da. Es wird ein paar Stunden dauern. Aber ist okay. Das wird unangenehm. Sehr, sehr unangenehm, möchte ich meinen. Oh, und dann auch noch so eine Burg. Ey, das ist nicht schön. Nix schön ist das. Okay, Bogenschützen. Ey, ich sagte, ihr müsst hier. So. Und ja, die müssen angreifen. Die können nicht einfach nur so rumstehen und nichts tun. An hier. Krieg schon die ersten Bolzen ab, ey. Sehr gut. Komm mal weg hier. Es ist sehr gut möglich, dass wir es nicht schaffen, diese Burg hier zu erobern. Die ist, wie ich feststellen muss, echt heftig. Heftig gut zu verteidigen. Unangenehm ist das. Sehr unangenehm. Wir sind auf den Wellen. Okay, dann müssen wir nachziehen. Oh, fuck. Als ob. Wo kam das denn jetzt her? Rechts und links kam es nicht. Hat mir aber trotzdem einfach umgehauen. Ui. 41 haben wir trotzdem weggemacht. Mächtig. Okay, das heißt, sind sie noch knapp 60 Armbrustschützen da. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das so gut läuft. Okay, ich bin ganz schön angefrackt. So. Ich komme hier irgendwie halbwegs unbeschadet unten drunter. Ich würde nicht mal meinen, dass ich die meisten Armbrustschützen hier weggesenzt habe. Das wird auch nicht. Es werden meine Jungs einfach gewesen sein, weil die einfach geil sind. So. Jawohl, Männer. Schön, schön draufhalten. So. Ja.
Geh weg. Ja, los, gebt ihn. Neue Feinde sind eingetroffen. Okay. Sonne steht natürlich super scheiße. Angriff. Keine Ahnung, auf was ihr da schießt, aber alle Mann Angriff. Hä, was mache ich denn jetzt hier? So. Sind wieder 24 von dem Feind gefallen, obwohl es die stärksten der starken sind von demjenigen. Bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil man hier einfach super easy auf die Mauer drauflaufen kann. Oh oh. Ah ja, sauberer Schuss. Gucken, ob wir hier noch irgendwas erwischen können. Stärkung ist eingetroffen. Ich würde gerne wissen, wie viele Bogenschützen von denen jetzt gefallen sind. Okay. Ja, wartet mal bitte da unten allesamt. Nein, ich hab's zu spät. Das Schild hochgerissen. Oh, warum steht denn da ein Armbrustschütze, ey? Mann. Weitere 25 Armbrustschützen getötet. Das heißt, es sind noch 35 ungefähr. Plus minus 5. Belagerung ganz kurz abbrechen. Einheiten verbessern. So. Fertig. Belagern. Mauern vorbereiten. Ja, die haben ganz schön einstecken müssen, die Jungs. Bin mal gespannt, ob wir das diese Folge noch schaffen, die Burg zu erobern. Oder ob wir es überhaupt erobern. Wir führen unsere Männer auf jeden Fall ein weiteres Mal in den Kampf. Was ist eigentlich mit unserem Arzt? Ist der irgendwie tot? Ich habe mich super wenig Leben nur regeneriert. Ich habe ein bisschen Bammel gerade. Du kommst weg. Ach, Mist. Du kommst weg. Weg mit dir. Alter, das war knapp. Alter, ist mir ein bisschen zu knapp jetzt hier teilweise. Support ist reift. Bogenschießen verbessert. Mal da unten stehen bleiben. Ist hier ein Armbrust? Da oben ist noch einer.
Ey, 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 ey. Ja, kommt doch her. Ja, genau. Hier, guck mal. Feinde sind eingetroffen. Oh, da hinten. Natürlich, wo kommst du denn jetzt her? Als ob. Da freut er sich, der Lackaffe. Warten wir hier. Oh, 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 oh. Ne, wir brechen die Belagerung ab. Ja. 34, 22. Okay, das kriegen wir aber hin. Das ist alles machbar. Wir müssen nur uns mal kurz ein bisschen erholen. Ernsthaft, was ist denn mit hier los, ey? Die nehmen die. Es ist eine Scheiße. Das ist ein schlechter Witz ist das einfach nur. 9,34, die haben aber auch keine Armeen mehr, so wirklich. So, pass mal auf. Ja, ich verbessere mich gleich mal, aber erstmal machen wir hier die, das hier. Genau. Dann sollen die nämlich erstmal ihre Einheiten verbessern. Ist die Frage aller Fragen, werde ich wendiger oder intelligenter? Was bringt mir mehr Wendigkeit? Aquila mit dem Schild und so ein Quatsch, ne? Waffenmeister. Plündern? Ja, mein Gott. Athletik. Ja, komm, ja, machen wir mal die Schilder. Dann können wir demnächst wieder ein bisschen auf Intelligenz gehen. Ah, ne, eigentlich bin ich doch auf. Stimmt, ich muss irgendwann einen Punkt Wendigkeit verloren haben, deswegen. Aber berittenes Bogenschießen, das brauche ich nicht mehr hier. Das hier will ich nämlich eigentlich. Rhetorik. Baumeister. Falschen. Ja, nee, das brauche ich ja nicht mehr. Dann nehme ich Rhetorik. Oder Waffenmeister. Bogenzugkraft. Schlagkraft. Wurfkraft. Ich bin mir nicht so sicher. Ne, Wurfwaffen nutze ich ja nicht. Also nehmen wir Waffenmeister. Bringt mir auch nichts mehr. Da bin ich eigentlich schon OP genug. Ja, komm her, nehmen wir Rhetorik. Vielleicht brauchen wir es irgendwann mal. Stangenwaffen. Armbrust. Fertig. Nein. Gehen wir zur Burg. Ist keiner da, welch ein Wunder. Ich möchte mich auch in die Garnison. Und zwar hier dann die hier mitnehmen. Die hier abgeben. Was haben wir denn hier eigentlich an? An Jungs. Übelst wenig Infanterie. Solide. Ja, komm her, dann werden es. Die hier werden es dann werden. Oh, da habe ich natürlich jetzt auch nochmal extra mehr Bogenschützen mitgenommen, aber ist okay. Ich komme damit klar. Was sieht denn jetzt eigentlich aus? Was hat denn hier noch drauf? Ein paar. Sind noch ein paar da, also. Kein Stress. So, 1, 2, 3, 4 Burgen haben sie noch. Wir reiten mal wieder zu Burg Derchios. Warte mal. Wenn die schon Waldbanditen sind, die lassen wir natürlich nicht laufen, ne? Armbrustschützen, Infanterie, Kavallerie, ihr macht das schon richtig, ihr könnt aber gleich loslaufen. Ernst.
So. Einfach mal den Verbündeten einen reinhauen. Kann man schon mal machen. Kriegen wir auch noch. Ja, noch schön in die Ferse getroffen hier oder so. Ja, hier, rechter Oberschenkel. So muss sein. Nee, die will ich nicht. Will ich nicht. Spare Triggers. So, dann nehmen wir nochmal ganz kurz hier die Burg. Wieder einmal ein. 63 Leute, Alter. Ach nö, da habe ich jetzt keine Lust zu. Erstmal will ich diese Burg hier einnehmen. Das kriegen wir aber auch noch hin. Ansonsten haben die Rodok ja nichts mehr. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, welche Burgen gehören mir dann eigentlich noch? Kelredan, Etrusk und Herringer. Ja, okay, dann Kelredan. Was ist ein Kelredan? Die da, ne? Sehr gut. Was haben wir denn da noch drauf hocken? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Weiter. Ja, so ein paar. Pass auf, dann packen wir mal hier die Jungs drauf. Zack. Du wirst Krieger. So. Dann verlassen wir nämlich hier mal die Bude und reiten mal nach hier unten. Und holen uns mal hier die Jungs allesamt. Ja, ne, die können da drauf bleiben, das passt schon. Haben wir hier 95 Leute drauf. 103. Reiten wir da wieder hoch. Jo. Erstmal befördern. Hier Speerträger, Veteranspeerträger, Sergeants, Armbrustschützen-Veteran, Scharfschützen. Und ihr geht dann hier mit auf die Mauer. Du, ihr geht noch mit auf die Mauer und ihr geht mit auf die Mauer. 210 Leute, Alter, die wird niemals eingenommen werden. Und dann nähern wir uns auch schon wieder dem Ende dieser Folge. Ich werde nur noch hier einmal ein paar Leute rekrutieren, damit wir eine frische Armee haben. Die müssen dann natürlich noch ausgebildet werden, aber auch das kriegen wir einfachst hin, möchte ich meinen. So. Und da hinten noch einmal hin. Ich kriege auch super wenig Leute hier. Was ist denn da los? Schaut, hier ist auch Nummer 5. Das dauert ja ewig. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade von der Ausbeute hier. Aber gut. Will ich ein Herrenhaus? Will ich ein Komm her, ein Wachturm kriegen sie noch. Kostet ja nichts. 10 Armbrustschützen, das ist okay. Oh. Schön nochmal die Jungs verbessern. Pff.
Armbrustschützen, Veteran, geübte Armbrustschützen. So, haben wir Armbrustschützen, geübte, Veteran und dann kommt die Elite. Da machen wir mal... Ah, verdammt. Machen wir es so. Machen wir hier mal 20 Stücken von und der Rest wird Armbrustschütz. Moin, Kumpel. Du wirst noch ein bisschen intelligenter, habe ich gesagt, damit du Ausbilder lernen kannst. So. Vergesst es, Ferentis. Du wirst auch noch mal einen Punkt intelligenter. Jeder Tag verleiht jeder Held mit dieser Fähigkeit jedem anderen Truppmitglied mit der geringeren Stufe ein klein wenig Erfahrung. Genau, deswegen. Für den Fall, dass sich einige gedacht haben, das bringt nur was, wenn einer der Helden das hat. Aber so wie ich das jetzt hier definitiv rauslese, ist jeder, der jedem was gibt. So, da gab es nichts mehr. Ja, hier können wir nochmal 19 Armbrustschützen mitnehmen, dann sind wir auch wieder voll. 7000, was kostet mich denn hier eigentlich gerade Burg? Ja, 2100, das geht doch noch voll. Steuereffizienz minus 12.000, gar kein Problem. Jalen, ja, das ist alles sehr spärlich besetzt. Die haben Frieden geschlossen, oh, da müssen wir uns ja beeilen, nicht, dass sie mit uns auch noch Frieden schließen wollen. Was? 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 Oh, ich hätte sie doch einnehmen sollen. Damit hätte ich eigentlich rechnen müssen, dass die gelben Mongoliten hier das Scheißding jetzt einnehmen. Ach, naja. Gut, wie wir mit dieser bescheidenen Situation dann umgehen, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, habt einen schönen Tag und bis morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.